Ja, moin moin meine One Piece Freunde, heute begrüße ich euch für eine neue Story und zwar, ja, die Thriller Bark haben wir jetzt, die erste Insel sozusagen, Mouth Gate oder wie es heißt, ich hoffe ich spreche es richtig aus. Und ja, da haben wir, wenn ich mich jetzt nicht täusche, 11 oder 12 Stages vor uns. Und ja, ich denke mal, ich werde auf jeden Fall heute die Hälfte machen. Ich weiß nicht genau, wie viele es sind. Müsste ich eventuell nochmal nachschauen. Aber ja, sag mal, 5 oder 6 machen wir auf jeden Fall. Ich mache das auf jeden Fall traditionell mit einem Regenbogen-Slasher-Team. Wobei ich sagen muss, meine Charaktere sind jetzt einfach mal random ausgewählt. Da ist jetzt kein System irgendwie dahinter. Sprich, sie sind alle austauschbar für die Leute, die jetzt sagen, oh, ich habe ja gar keinen Stronghold Shanks, wen kann ich denn da nehmen? Du könntest zum Beispiel den Yuten Ryuma nehmen, den es ja sozusagen von der Fortnite schon gab. Oder ja, prinzipiell halt Charaktere, die möglichst gut gelevelt sind. Und wenn es natürlich dann noch Slasher sind, kommt das euch natürlich dann oder den Team noch zugute. Und wie gesagt, ich versuche jetzt hier mal durchzukommen. Ich finde es schon mal richtig geil. Eine neue Insel, da freue ich mich immer drüber. Es gibt mal wieder neuen Stuff. Und ja, wer hat das nicht gerne, ganz ehrlich, wenn es wieder was Neues gibt? Oh, Abwechslung muss sein, sage ich immer. Und ja, bis jetzt sieht es eigentlich alles ganz geil aus. Ich finde den Hintergrund geil. Wir kriegen hier Map Damage, habe ich jetzt gerade gesehen. Und das ist nicht gerade wenig, das ist jedes Mal über 1000. Da bin ich natürlich froh, dass ich das Mihawk-Schiff auf jeden Fall mit drin habe. Ja, da kann ich das nämlich wegstecken, aber das gibt uns auch nicht allzu viel Zeit, sage ich jetzt mal, ja, um zu stallen, um dann eventuell dann in bestimmten Kämpfen, ja, unsere Specials ready zu bekommen. Ich werde auf jeden Fall jetzt die ganzen Sequenzen oder so überspringen. Ich versuche jetzt hier nur durchzurushen. Ich denke mal, ich werde dann auch von der ersten Stage bis zur zweiten Stage dann immer so ja, das Unwichtige zu überspringen. Also ja, wo halt dann immer so Ladebildschirm und sowas ist. Ich denke mal, das werde ich dann immer rauscutten. Wir haben auf jeden Fall die Jute Cindy. Ist jetzt keine allzu besonders gute, sage ich jetzt mal, aber ja, wenn man die Möglichkeit hat, sie zu bekommen, warum nicht? Wobei ich aber sagen muss, jetzt hier in der Story empfehle ich euch, sie auf jeden Fall nicht zu farmen. Warum? Weil man die ganz einfach bei Dr. Hogbald in der Fortnite wesentlich einfacher droppen kann. Und da braucht man jetzt hier nicht unbedingt seine Stamina rausknüppeln. Und ja, weil ich es gesagt habe, das ist immer wieder das Gleiche. Wenn man irgendwas möchte, bekommt man es nie. Wenn man es möchte, bekommt man es einfach nicht. Und wenn man es nicht möchte, dann kriegt man es. Dann kriegt man es schon mit Schmackes hinten rein, auf Deutsch gesagt. Aber naja. So, jetzt gucken wir mal. Die neuen Charaktere sehen natürlich leicht mysteriös aus, sage ich jetzt mal. Was die denn so für Specials haben. Okay, der war auf jeden Fall schon mal besser. Jetzt haben wir den Yuten Lilan. Ja, das wäre auf jeden Fall ein guter Orb-Changer. Eventuell die Möglichkeit. Ja, müssen wir mal gucken, ob man den sich eventuell aufhebt. Und ja, ich habe jetzt meinen ersten Cut gemacht. Ich denke mal, ich werde erstmal weiter mit dem Team agieren. Ich habe natürlich ja, mich vorbereitet ein wenig. Sprich, ich habe mal beim Yuten Yannisley in das Infovideo zu der Filler Bark geschaut, was mich denn so für Gegner erwarten, und habe ich auf jeden Fall unten verlinkt. Könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen für die Leute, die sich vorher ein wenig schlau machen wollen zu der Story-Insel. Ja, kann ich euch auf jeden Fall nur empfehlen. Und ja, ich wurde ja auf jeden Fall schon öfters gefragt, oder mir wurde auf Facebook, auf Twitter, überall habe ich schon Nachrichten gekriegt von Leuten, die noch nicht allzu hoch im Piratenlevel sind. Ja, sogar manchmal mit Bildern oder so. Ob ich irgendwelche Vorschläge habe, was sie sich für ja, Teams machen können, um dann an bestimmten Stellen in der Story weiterzukommen. Und ja, meistens, ich sag mal, ich versuche immer zu helfen, sagen wir mal so.
Aber oha, wen haben wir denn da? Okay, der hat die erste Runde gelockt. Der lockt nochmal. Und der dispert. Okay. Ich hoffe mal nicht, dass der jetzt allzu viel Damage macht. Weil ich habe mich ja erstmal entschlossen. Ah, okay. Okay, geht. Easy going. Ja, Golden Pound nicht mitzunehmen. Weil, ja, ich sag mal, die Stages sehen für mich jetzt nicht allzu schwer aus. Aber ich weiß ja auch nicht, was die ganzen Charaktere alles so für Specials und so haben. Auf jeden Fall, lassen wir uns mal überraschen. So, jetzt nochmal zu dem Thema mit der Story und so. Wenn ihr im Piratenlevel noch nicht allzu hoch seid oder wenn ihr noch nicht allzu hoch gelevelte Charaktere habt, so habe ich das nämlich immer gesehen bei den Leuten, die mir sogar Bilder geschickt haben, wo ich ihnen hätte ja sagen können, ja, jetzt nimm mal den und den ins Team und der passt gut zusammen. Aber ich sag mal, es waren der ein oder andere gute vielleicht dabei, aber wenn die alle nur Level 20 oder Level 30 vielleicht, Level 50 schon mal ein paar höhere sind und dann vielleicht noch nicht mal Evolved, sprich, die haben nicht so viele HP und so viel ATK, ja, ist das sehr, sehr schwer an manchen Stellen in der Story weiterzukommen. Auf jeden Fall empfehle ich euch, versucht doch nicht auf Krampf die Story durchzurushen. Ich habe die Story, lass mich. Ich habe die Story vielleicht, ja, ich sag mal, bis Anfang Grand Line gespielt, also Risky Peak oder so, oder Little Garden. Und dann habe ich mich erstmal nur auf die Fortnites konzentriert und habe da halt Piratenlevel gelevelt, meine Charaktere gelevelt und alles. Und das, wann habe ich ihn weitergespielt? Da war ich vielleicht schon Piratenlevel 160, 170. Und das ist schon extrem, ganz ehrlich, weil wenn ich hier Nachrichten von jemandem kriege und sehe, die sind Level 40 im Piratenlevel, Level 60 oder Level 84 oder irgend sowas, da war ich ja schon fast doppelt oder so doppelt so hoch vom Piratenlevel, bis ich mich überhaupt erstmal auf die Story konzentriert habe, ganz ehrlich. Also von mir ein kleiner Tipp an euch, wenn ihr in der Story nicht weiterkommt, ihr könnt es natürlich versuchen, aber ja, versucht auch mal eure Charaktere zu leveln und euer Piratenlevel. Da könnt ihr nichts verkehrt machen. Wenn die Charaktere dann gut gelevelt sind, da geht die Story so oder so von ganz alleine. Und ja, wenn ihr dann noch bestimmte Charaktere, bestimmte Legends habt, oder eventuell Gear 3 oder sowas, da ist die Story so oder so ein Klacks. Und ja, wir sind jetzt schon in der dritten Stage. Wir kommen eigentlich ganz gut voran. Mihawks habe ich gerade nicht mehr allzu viele, habe ich gerade gesehen. Weil ich halt die Vivi Corsa Fortnite, ja, eigentlich noch gut farme, sage ich mal. Und ja, müssen wir mal schauen. Bis jetzt ist uns nur die Jute Cindy gedroppt, ist bislang das Beste, was wir gedroppt gekriegt haben. Finde ich ein bisschen schade. Über so ein Candy hätte ich mich schon nochmal gefreut, aber naja, vielleicht kommt ja noch das ein oder andere. Wir schauen einfach mal genauso zu den Charakteren. Wobei ich sagen muss, Charaktere. In dieser Fortnite, wenn ich jetzt mal diese ganzen 11, 12 Stages zusammennehme, würde ich sogar sagen, dass die besten Charaktere der Samurai Ryuma ist, den man sozusagen, ich glaube, in der fünften Stage oder so kommt der. Dann der Sanji-Zombie. Der ist auf jeden Fall ganz, ganz gut. Und ich sag mal, Gecko Moria ist eigentlich auch nicht allzu schlecht, muss ich dazu sagen. Ich finde den normalen Gecko Moria finde ich besser, aber der von der Story-Insel, den finde ich auch nicht so schlecht, wobei ich sagen muss, den kann man in zwei verschiedene Variationen evolven. Und da ist der, oh, wie hieß denn der nochmal? Asgard Shadow oder. Oh, okay. Wenn ich das nächste Mal die Story-Insel weiterspiele, muss ich mal gucken, tut viel recherchieren, da sage ich euch den Namen einfach nochmal. So, ich muss schon sagen, dieser Map-Damage, der ist schon ganz schön ätzend.
Der ist schon wirklich ganz schön ätzend. Ich finde die Charaktere bislang nicht allzu stark, also bis jetzt laufen wir hier ohne größere Probleme durch. Aber ich muss dazu sagen, zu dem Thema wieder etwas niedrigeres Piratenlevel. Ja, die könnten hier auf jeden Fall Schwierigkeiten bekommen, wenn sie nicht genug HP haben. Ich habe natürlich, Gott sei Dank, das Mihawk-Schiff, dadurch habe ich gut XP. Ansonsten könnte man eventuell mal noch tauschen und könnte ein Mihawk und ein Doflamingo mitnehmen, um halt sozusagen seine HP im Bild zu pushen. Oder direkt zwei Mihawks geht auch, um auf Nummer sicher zu gehen. Also ich gehe mal davon aus, da müsste man bislang hier ohne Probleme durchkommen, auch mit zwei Doflamingos. Aber ich habe ja, wie gesagt, mehr als genug HP, deswegen kann ich auch das Mihawk-Schiff nehmen. Und ja, meine Charaktere sind so oder so alle gut gelevelt. Deswegen klappt das eigentlich alles ohne größere Probleme. So, das müsste jetzt, wenn ich jetzt, ich glaube, ich müsste jetzt mal tauschen, das Team hergesehen. Weil ich glaube, dann kommt dieser komische Bettvorleger, nenne ich ihn jetzt mal. Sprich, dieser. Ich weiß auch nicht, wie ich den jetzt beschreiben soll. Dieser Teppichbär oder wie auch immer, der ist auf jeden Fall grün. Deswegen habe ich jetzt den Newton Fossa, habe ich jetzt mal mit reingenommen. Habe ich halt jetzt sozusagen zwei rote Slasher, ja, um mir die Stage hier ein bisschen zu vereinfachen. Ich habe das ja sozusagen auf der Tower of Justice, sozusagen die letzte Story-Insel. Habe ich das mitgekriegt, wenn man dann sozusagen in der ja, Story-Insel bei bestimmten Stages, je nachdem was halt für Gegner kommen, ab und zu auch mal bei den Slashern ein wenig die Charaktere tauscht oder halt mal mehr von einer Farbe mitnimmt, weil halt dann, sage ich mal jetzt, wie es in diesem Falle ist, ja, der stärkere Gegner grün ist, habe ich halt jetzt zwei rote Slasher mitgenommen. Und das geht auf jeden Fall da wesentlich einfacher. Ansonsten kann man hier, ich sag mal, mit Gear 3 kann man hier ohne größere Probleme durchrushen. Ich sag mal, wenn ihr jetzt Blackbeard habt, dann müsste das auch ohne größere Probleme gehen. Prinzipiell so mit roten Charakteren müsste das eigentlich alles sehr, sehr einfach gehen. Und ich muss schon sagen, wie ich hier schon wieder miese, Alter. Das ist schon richtig mies. Es ist, ja, dieses. Das ist immer dieses Spiel nebenbei, dann noch dieses Quatschen und ja, diesbezüglich, ich bin keine Frau. Multitasking können die auf jeden Fall besser, sprich zwei Dinge gleichzeitig machen. Und ja, bis jetzt ist der Jutta auch nicht gedroppt. Ich glaube mal, er kommt jetzt gleich nochmal als Bosskampf. Und ja, ich weiß jetzt, der hat uns Glow gegeben für die oder gegen Orbs. Er hat sogar ein paar Kollegen, Alter. Du Bettvorleger, was willst du von mir? Du aller Gangster. Er ist natürlich jetzt auch nicht, ist auch eher so ein Sammelcharakter, würde ich jetzt mal dazu sagen. Und ja, ich gehe mal davon aus, ihr werdet natürlich wieder schwitzen und suchen die Fortnite jetzt gleich wieder auf Anhieb durch. Ich muss mal gucken, ich mache heute auf jeden Fall das erste Video. Ob ich vielleicht morgen gleich das nächste raushaue oder ob das dann ja, übermorgen dann kommt. Für die Leute, die es interessiert, ich werde auf jeden Fall demnächst jetzt nochmal ein Infovideo zu Minecraft raushauen, weil ich ja derzeit kein Minecraft spiele und ja, so ein kleines Statement ablegen, sage ich mal, weil ich halt vermehrt auch gerade bei One Piece bei den Videos immer drunter gefragt werde. Ja, wann denn mal wieder Minecraft kommt und deswegen einfach mal so ein kleines Feedback abgeben, wie es derzeit da steht und was los ist. Und ja, da haben wir unseren ersten Gem bekommen in dieser ja, neuen Story-Insel Stage. Okay, da würde ich sagen, hauen wir drauf. Der passt natürlich. Nehmen wir jetzt mit Orb mit. Ihr habt es gesehen. Im zwar sind wir jetzt in der fünften Stage. Da kommt dieser Samurai Ryuma. Wo ich sagen muss, der lohnt sich auf jeden Fall zu farmen. Klar habt ihr die Möglichkeit, auch in der Dr. Hogbett Fortnite den zu bekommen. Ja, als Secret-Gegner.
Aber derzeit ist ja noch doppelte Drop-Chance. Jetzt eine Woche finde ich auf jeden Fall immer geil. Und ja, falls ihr ihn noch nicht habt, könnt ihr ihn auf jeden Fall farmen. Weil ich sag mal, er ist auf jeden Fall eine gute Alternative, wenn ihr jetzt kein Stronghold Chains habt, als sogar Free-to-Play gelben Slasher, gerade jetzt am Ende von dieser Fortnite, wenn dann der Jute Gecko Moria kommt, der müsste auch wieder int sein, also lila. Und da kommt jeder gelbe Slasher, den ihr da ja im Team habt, der kommt euch da gelegen und macht es euch auf jeden Fall wesentlich einfacher. Und ja, ihr seht, ich habe sogar meinen Int Mihawk. Ich feiere den Typen derzeit richtig heftig. Int Mihawk ist ein sehr, sehr guter Legend. Also ich finde den richtig geil. Und der wird mir auf jeden Fall in Zukunft noch die ein oder andere Fortnite erleichtern oder auch den ein oder anderen Raid-Boss. Deswegen habe ich mich auch so gefreut, wo ich den gekriegt habe. War zwar kein Rayleigh, hätte ich mich natürlich noch ein wenig mehr drüber gefreut. Aber Int Mihawk ist auf jeden Fall auch eine sehr, sehr gute Legend. Und deswegen finde ich es auch richtig geil, dass ich den Newton habe. Kann man den entsprechend halt auch gut mit den normalen Raid Boss Mihawk kombinieren, wie ich es halt jetzt gerade mache. Und ja, ansonsten laufen wir hier eigentlich. Prinzipiell laufen wir hier derzeit durch. Also ich sag mal, für die Leute, die im Piratenlevel etwas höher sind, die laufen, denke ich mal, hier ohne größere Probleme durch. So, jetzt haben wir den Newton. Oha. Okay, also Golden Pound wäre jetzt hier sozusagen schon mal unbrauchbar, sag ich mal. Ist auf jeden Fall gut zu wissen. Aber naja, ich sag mal, wir machen ja hier so oder so genug Damage. Und ja, ich sag mal, noch ein, zwei Mal angreifen, je nachdem, wie es läuft. Natürlich miesen wir natürlich gleich wieder so, wie es wieder sein muss. Ach, manchmal ist es echt zum Kotzen. Da tippt man einfach wieder zu, da wartet man noch. Und will perfekt drücken und dann drückst du wieder zu langsam und oh, manchmal ist es echt zum Haare ausraufen, aber naja, komm. Hoi? Was macht er jetzt? Joho, macht er, ich finde den so geil mit seinen blauen Flammen. Oh, er heilt sich. Okay, er heilt sich minimal, sage ich mal, komm. Da kriegst du gleich von Vista seinen Blütentanz oder wie er es auch immer nennt. Und ja, dennoch. Denke ich mal, kommt den schaffen wir da jetzt. Ach, auf jeden Fall locker. Komm, ich will auf jeden Fall mit Int Mihawk. Perfekt. Und der droppt nicht. Fuck. Okay. Bedanke ich mich auf jeden Fall, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr natürlich auch ein Abo da lasst, würde ich mich auch riesig drüber freuen. Und schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare, wie weit ihr schon seid. Kommt ihr gut voran? Wer ist bei euch gedroppt? Wie viel Candies habt ihr bekommen? Und ja, sozusagen als kleine Hausaufgabe. Ansonsten müssen wir mal schauen, wann es weitergeht. Bedanke ich mich, wie gesagt, nochmal, dass ihr heute eingeschaltet habt. Und ja, das sage ich, haut's rein und tschüss, bis zum nächsten Mal.